Mit Null. Was machen wir hier? Unsere Lokomotive steht hoffentlich unten drin. Der Knopf ist kaputt. Ich verstehe noch nicht, was hier zu tun ist. Den können wir beheben, können wir bewegen. Aber was? Hätten wir noch das zweite Ding, ist die zweite Energie gebraucht. Oder was? Haben wir das falsch verpulvert? Ich glaube ja. Spiel schräg danach. Hätten die andere Tonne reinpacken müssen. Habe ich versaut oder was? Ja, warum stand die wohl da oben? Und nun? Und nun? Was machen wir jetzt? Raus können wir nicht mehr. Sind wir hier in der Fabrik? Ich glaube, das war jetzt die beste Möglichkeit. Hier noch ein bisschen voran. Gut, dass es hier Safe Points gibt. Nehmen wir den Klotz. Den holen wir uns noch rein. Das Fass da oben, das nehmen wir uns mit. Das nehmen wir nicht mit in die Maschine rein. Habe ich mir jetzt gemerkt. Ich können wir unseren nicht so viel Schaden machen. Ich können so können wir uns hier unsere Windenergie ein bisschen reparieren hier oben. Nehmen wir mal klügerweise hier mit. Ja, hier rein damit. Geht da unten das Tor auf. Okay, dann rollt das da rein. Sehr gut. Da unten gibt es noch Energie, die wir dann mitnehmen können. Also nur keine Angst. Hier haben wir noch Energie. Nehmen wir mit rüber. So ist das hier gedacht, denke ich. Ich denke, dass das so gedacht ist. Und jetzt hier nicht. Dann bin ich aber ratlos. Und das jetzt hier nicht dazu ist. Aber wozu? Was? Was zum? Hätten wir hier irgendwie runtergemusst, bevor sich das Tor schließt, oder? Was haben wir hier falsch gemacht? Ich blick es nicht. Wir müssen ja oben das Tor öffnen. Ist das so falsch, da oben zu bleiben? Und übersehe ich hier was Wesentliches? Okay, der Knopf ist runtergedrückt. Dabei sehe ich hier doch was. Bin ich denn hier komplett? Ich bin hier gerade komplett retardet. Was läuft jetzt hier? Müssen wir den roten Knopf festhalten oder so? Roten Hebel da.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Oh, sehr gut. Knopf repariert. So geht's. So läuft's. Was passiert dann hier? Errungenschaft freigeschaltet. Break it, fix it. Ja, und was haben wir jetzt gefixt? Da haben wir so ein Teil angebracht. Okay. Das Ding ist immer noch kaputt. Ich kann mir das jetzt reparieren mit dem Tool hier. Das hat ja so ein... Ah ja, sehr gut. Schweißbrenner. Kann man nicht mit nach oben nehmen. Können wir so nach oben nehmen. Ist nicht den Briefkasten festschweißen. Erstmal die Segel. Fix it. Ja gut. Hat wohl nicht so geklappt. Haben wir keine Energie mehr, oder was? Sekündchen. Wir haben da unten doch noch jede Menge Energie im Lager. Ich laufe doch mal hier zurück. Da müssen doch noch hier. Jede Menge ist es nicht, aber zwei, drei Klötzchen sind doch hier noch, die wir mitnehmen können. Bisschen rangezoomt. Na, ups. Hier mal hin damit. Brauchen Energie zum Schweißen. Um sie zurecht zu reparieren. Zwei Dinger noch mitzunehmen. Dann können wir das andere wieder vor uns her schieben. Das war doch auch keine schlechte Idee. Ja, sehr genau. Das haben wir doch am Anfang auch gemacht. Das ist doch keine blöde Idee. Das zu schieben. Ja gut, ab hier. Okay, geht's doch weiter. Na komm. Die schieben wir noch bis zum Ende. Scheinwerfer oder so. Etwas in der Art. Hier müssen wir so hochheben. Ein bisschen springen. Jo. Hier mal. Reicht vielleicht eins hier erstmal. Müsst sparsam damit umgehen. Fürs Schweißen brauchen wir erstmal Strom. Das reicht doch hier erstmal. Lass mich halt hier erstmal beeilen. Na komm. Sehr gut. Mission noch. Sehr gut. Achso, können wir direkt loslassen. Jetzt kommen wir endlich mal. Segel auf. Aha. Was, wie? Es brennt. Nein! Nicht schon wieder. Feuer.
Lokomotive brennt. Hier loslassen. Ach Dreck. Schon wieder kaputt hier. Alles kaputt. Hier muss man hier erstmal wieder heile machen. So, und jetzt. Na komm. Nicht wieder brennen. Na komm. Heim ist hier. Richtig an. Ne. Das klappt nicht. Das will noch nicht so ganz klappen. Ich kann aber trotzdem schon mal ein bisschen fahren. Während ich versuche, da oben zu reparieren. Schweißgerät. Sehr gut. Vielleicht müssen wir das während der Fahrt machen. Wenn wir Wind haben, dann geht es wieder besser auf. Wenn die Flagge oben weht. Achso, keine Energie mehr. Muss mal ein bisschen was reinwerfen. Nacht. Den einen hebe ich mir noch auf. Na komm. Energie. Wir müssen erstmal Fahrtwind bekommen. Dann können wir hier die Segel aufspannen. Ich denke, so läuft das. Na komm, den Kessel ein bisschen aufheizen. Und dann. Nein. Na komm. Schieb. Den Knopf haben wir jetzt vollständig repariert. Müssen wir volle Fahrt dafür kriegen. Oder was? Die Flagge weht noch nicht. Es ist windstill. Ich probiere es mal erst wieder, wenn die Flagge weht. Bin drin geblieben hier. Irgendwelche Energiebalken übersehen oder? Gut, oh ja, hier, stopp, 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 stopp. Stoppowitz. Können wir erstmal mit der Energie weiterfahren. Lass mal die Säge erstmal unten. Ich denke, das kommt dann gleich wieder. In der Ferne ein beleuchtetes kleines Plötzchen. Hintergrund. Ja, da seht ihr da hinten irgendwas. Irgendwas leuchtet da ganz hinten. Im Dunkeln. Zack. Und Energie. Na komm. Jetzt fahren wir durch. Dachte ich es mir. Attacke. Den einen heben wir uns auf den Endklotz. Krach. Oha, nein. Die Energieversorgung brennt. Löschen. Gut, dass wir hier einen Wasserschlauch an Bord haben. So, da muss ich vielleicht mal hoch. Mich um das Hindernis kümmern. Ach, was ist da am Weg? Kleiner Knopf. Kleiner Fahrstuhl. Hoch hinaus geht's.
Ich habe Höhenangst. Es wäre vielleicht hier ein bisschen. Radio mitnehmen. Ich habe begründete Höhenangst. Ja. Das schwankt. Aha. Müssen das Radio zum Laufen bringen oder was? Radio läuft. Und er. Das ist doch der rote Knopf hier. Rausch, rausch, rausch. Nehmen wir das mit runter oder was? Das Geräusch stört aber. Na toll. Komme ich hier wieder runter? Dann auch doch noch was verändern. Oh, kam gerade Musik. Sehr gut. Und runter geht's. Mit Radio. Fahrstuhlmusik. Aha. Das hat's jetzt benötigt. Können wir uns hier reinstellen? Können wir irgendwann mal verfeuern? Ach, jetzt ist hier auf, oder was? Muss nur das Radio holen. Geht's hier weiter? Hindern das Radio. Oh, der Wind weht wieder. Der fängt gleich wieder an zu wehen. Können wir mal das Segel aufspannen. Sehr gut, es geht wieder. Segel sind aufgespannt. Es kann weitergehen. Dachte ich mir, dass das daran lag. Das war ja. Ohne Wind keine Segel aufmachen können. Hier, Energie. Wir brauchen Energie. Na komm. Vollspeed sind wir noch nicht gefahren. Das hat noch nicht geklappt. Aber gut. Muss ja immer nicht so eilig. Radio hat aufgehört zu spielen, kein Empfang mehr. Oha. Hier dreht es gleich durch. Dampf ablassen. Jetzt ist ja aber Speed. Keine Energie mehr. Na toll. Gerade Full Speed, jetzt Energie. Ja, mit Windkraft fahren wir noch ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, Radio verfeuern. Ja. Es wird wieder Tag. Ja, wir haben eh keine Energie mehr. Das ist schlecht. Säge hoch. Ohne die Säge kommen wir ja gar nicht mehr voran. Es ist doch hübsch hier. Keinen Screenshot gemacht. Ein paar Erinnerungsfotos. Sieht doch schön aus. Oha. Ja,
entschuldigt, dass ich hier Screenshots mache. Ah, es sieht hier so. Sieht hier hübsch aus. Und drin müssen wir nichts mehr tun. Können wir auch nichts mehr tun. Wir haben keine Energie mehr. Können wir uns oben drauf stellen. Aussicht genießen. Ab und zu mal die Säge wieder auf. Aufmachen. The Blue Eyes. Eyes. Jo. Kopfkratz. Na komm. Sie hier schön aufgespannt bleiben, solange es noch geht. Solange wir noch Wind haben, um ihn für Energie zu nutzen. Ja, können wir hier mal die Landschaft genießen, können wir mal die schönen Landschaftsbilder betrachten, wenn wir gerade eh nicht mit Energie beschäftigt sind. Und ob und an die Segel aufspannen müssen. Das ist doch die beste Möglichkeit. Ups, na. Oh, da unten haben wir Energie. Ups. Da segelt er runter. Bisschen Energie. Oha, da drin brennt's. Die ganze Zeit schon. Ich muss löschen. Brauchen Energie für Wasser oder was? Nein, nicht den Briefkasten. Hierfür. Energie. Hier. Zack. Und Wasser. Wassermarsch. Und Energie funktioniert das hier nicht. Reparieren. Sehr gut. Funzt wieder. Jetzt können wir hier trotzdem nicht weiter. Hm. Und nu? Ich fahre da durch. Ah, sehr gut. Tür ist aufgegangen. Ich hier durch. Oh, hier ist was. Ja gut. Dann wären wir nicht weitergekommen. Großes Bergwerk. Da wären wir nicht durchgekommen. Durch die Steinwand. In Gebirge. Funktioniert das Radio wieder? Wie schön. Durch die Klappe durch. So, hier haben wir noch ein bisschen Energie. Nehmen wir uns mit. Hier schieben. Müssen wir nicht zweimal laufen. Es wird doch immer freundlicher. Da waren wir vorhin im Gewitter. Ganz großer Sturm und so. Jetzt haben wir hier wieder sonniger Morgen, Radiomusik. Alles ganz herzlich und freundlich. Es kriegt doch wieder eine gute Atmosphäre. Ein bisschen Energie haben wir noch, können wir uns aufheben. Was ist das? Das ist dafür. Aha. Können wir vielleicht irgendwie hoch? Wäre so eine Idee.
die Maschinen ein bisschen voranbringen. Dass ich da mal hochkomme. Stopp! Nicht nur aufs Segel drauf. Wahrscheinlich können wir auch an einer anderen Stelle hoch, aber ich versuche hier gerade aufs Segel hoch. Ja, sehr gut. Kann man den Knopf mal drücken? Oder nicht? Warum tun wir das nicht? Hätten wir vielleicht hier dort den Hebel. Ja, wir hätten dort den Haken dran machen müssen. Können wir das hier verschieben? Dann sehe ich jetzt hier keine Chance mehr. Das geht aber hier mühsam. Es geht. Aber es dauert ein bisschen. Ist das kleine Ding hier? Ja. Jetzt geht es hier schon ein bisschen schneller. Ist das kleine Ding, das geschoben hat. Und wir haben schöne Radiomusik im Hintergrund. Naja, schön. Ja, wir genießen das hier einfach mal wieder, lassen uns zur Zeit. Einfach mal ein bisschen schieben. So, hier sind wir doch, glaube ich, gleich mal nah genug dran, um den Haken zu aktivieren. Hier vorne haben wir noch. Dafür ist er doch da. Der Knopf. Den wir eigentlich benutzen. Ist aber nicht dafür da.